Leck mich doch am Arsch weg! Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue! Wie muss schlafen, die Verlauf hat mich verlassen, du! Diesmal sitzt in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland! Mach so! Verschlag dich zusammen, du! Wenn du zu frech wirst! Euer Gefickste mit eurer Freundschaft ist nicht der Dreck! Wir brauchen einen Fotografen! Das geht doch! Dann mach doch deinen Scheiß! Mach deine eigenen Sachen! Und jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr. Ja, dann so musst du ja nicht fressen. Du musst dich ja nicht fressen. Nicht was du willst. Du wirst mir bestimmt mal nicht zu fressen, Segel. Was der war erlebt? Das ist auf die Uhr. Dein Geist und Kranke. Der Club ist dein Geist. Ach komm, schaff den Eck. Hast du doch ein Arschloch? Hey Lutti, lass mich doch am Arsch hängen! Wir drehen einen Film! Und wir werden auch noch das zurückverweisen! Wohin gehörst du, Idiot? So bescheuert? Mir ist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert. So blöd kann keiner sein, weil er nicht merkt, dass von diesem Schweinefraß kann entleben. So blöd kann keiner sein! Ja, Klaus, Lützi, in der Verbindung würde ich schon als ausgefallen bezeichnen. Ich werde auch irgendwas mit dass mit Bälle reichen, meinen. Ja, die populäre Bewegung. Das gehört zu allem. Das gehört zu allem. Oder hauen Sie mit Ihren Kameras in den Krimi einen Dreck. Anschließend auch nur Angestellte von Ihrer großen Firma da. Haben Sie überhaupt kein Recht? Sie haben Lust gefahren, haben Sie verstanden oder nicht? Ich spreche nicht, weil ich interview für Millionen von Menschen, nicht für Sie. Oder aber wenn Sie zuhören, und das jetzt, ich spreche Ihnen ein einziges Mal, sind Sie die Posten aus. Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, von mir ein Interview zu machen. Wie soll ich denn Leute das haben? Ich kann mal nicht sagen, da braucht keine blöden Fragen, wenn ich sehe. Was ist da rein? Von einer Analphabete, wo ich den Quatsch erzählen lasse. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Wie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat meine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau. Ich will das nicht. Ich will mein Opernhaus. Ich will eine Oper haben! Diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat! Ich will meine Oper bauen! Ich will eine Oper bauen! Ich will eine Oper haben! Endlich aufhören sollen, ihr Hausfrauenanweisungen zu geben! Sorgen Sie dafür, dass eine Szene mit kein Regisseur! Leck mich doch am Arsch, Mensch! Sie müssen bei mir lernen! Nein, natürlich lerne ich nicht. Sie sind Anfänger! Natürlich bin ich ein Zwergenregisseur sind Sie, aber nicht ein Regisseur für mich, als dass Sie mir Regieanweisungen geben. Allein das ist ja eine Beleidigung. Sie können jetzt zu mir kommen und sagen, Herr Kinski, glauben Sie, auch David Lean hat das gemacht und auch Brecht. Und Sie werden es auch tun, mein Lieber. Werde ich nicht tun.